Weißt du noch, wie wir als Kind auf Weihnachten gewartet haben? Bei uns duftete es den ganzen Dezember hindurch nach Plätzchen, Anis und Tannen. Den ganzen Dezember hindurch lag meistens auch Schnee und wenn du Glück hattest, durftest du an Heiligabend vor der Bescherung und vor dem Essen noch draußen im Schnee spielen. Wieder drinnen, umgezogen und abgetrocknet, wartetest du auf die Bescherung. Und heute? Schnee zu Weihnachten ist eher selten geworden. Der Duft der Plätzchen ist auch nicht mehr bei jedem im Haus. Und selbst der Tannenduft hält oft erst kurz vor Heiligabend mit dem Tannenbaum Einzug in unsere Stuben. Aber Weihnachten braucht gar keinen Schnee. Weihnachten braucht nur die gemeinsame Freude und ein wenig Überraschung. Wie wäre es, wenn man nach der Bescherung den Fernseher dieses Jahr mal auslässt? Sich gemeinsam beim Kerzenlicht an einen Tisch setzt? Vielleicht erzählt jeder mal, was ihn in diesem Jahr am meisten bewegt hat. Und ja, das Handy kann auch mal ein paar Stunden ausbleiben. Wie wäre es, mal etwas längst Vergessenes aus dem Schrank zu holen, um uns überraschen zu lassen, ob wir damit überhaupt noch umgehen können? Ein paar Spiele wie Kartenspiele, Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht, habt ihr bestimmt im Schrank. Und dazu verputzen wir dann die Plätzchen im Punsch, Sekt, Wein oder Saft, den wir uns extra für Weihnachten besorgt haben. So möchte ich dieses Jahr Weihnachten genießen. Und du?